Hallo, hier ist Theo Lingen und ich wünsche Ihnen jetzt beim nun folgenden Kopfkino ein frisch, fromm, fröhlich und freies Gefühl. Jetzt hier bei Hör mal zu. Genießen Sie es. Es lebe Retro. Es lebe die gute alte Zeit. Dein persönliches Kopfkino. Heide Linde Weiß, Horst Tappert und Fritz Wepper in Die Zeugin in Stereo. München, Pullach. Ein Tag im April 1981. Ich bin hier die Putzfrau. Und heute war ich für Herrn Lauwerke einkaufen und als ich in die Wohnung hereinkam, waren da zwei Männer. Und einer hat mich einfach umgestoßen. Und dann sind sie weggelaufen. Dann habe ich ihn gesehen. Können Sie die Männer beschreiben? Es waren zwei junge Männer. Und die trugen Strumpfmasken. Und einer hat sie verloren. Und dann habe ich sein Gesicht gesehen. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Es würde mir gut tun, wenn ich Ihnen einen Kaffee machen dürfte. Gut, machen Sie mir einen Kaffee, ja? Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Wissen Sie, vorhin die Fotos auf dem Fernseher. Ich denke nicht sehr schnell. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die schnell denken. Ich denke ganz langsam. Sie dürfen gar nicht schnell denken in diesem Fall. Denken Sie ruhig langsam und überlegen Sie, ob Sie den Mann vielleicht nicht doch beschreiben können. In dem Moment, wo Ihr Name in der Zeitung steht, was weiß ich, morgen oder übermorgen, da weiß der Täter genau, das ist die Frau, die mich beschreiben kann. Stefan vermutet eine potenzielle Gefahr für die Frau. Und damit soll er gar nicht so unrecht liegen. Ich habe gerade nicht geredet. So? Was gibt's über mich zu reden? Grüß dich. Über deinen Job, den du hast oder nicht hast. Ich sagte ihr, dass du der falsche Mann bist für meine Tochter. Wieso bin ich denn der falsche Mann für deine Tochter? Weiß ich nicht, aber du bist es. Kann ich noch ein Bier haben? Was hältst du eigentlich davon, wenn ich Kellner werde? In deinem Lokal, so wie du. Bitte? Ja, ich hab doch gesehen, wie du das machst. Vor allem mit den beiden jungen Typen an Tisch 2, so als wenn das Freunde wären. Das könnte ich doch auch. Bin sicher, Gäste mögen das. Oder sind das Freunde von dir? Das sind doch Freunde, oder? Das sind Stammgäste. Die geben Trinkgeld. Davon lebe ich. Ja, an der Tür. Es war so, als ob jemand versuchen will, ob die Tür offen ist. War wirklich jemand an Ihrer Tür? Deshalb rufe ich Sie doch an. Ich dachte, ich muss Ihnen das sagen. Was halten Sie davon? Na ja, bleiben Sie in der Wohnung. Wir kommen sofort vorbei, ja? Ich meine, es ist doch unmöglich, dass die Täter so schnell herausbekommen haben, wer die Frau ist. Aber sie werden es herausbekommen, das ist doch klar. Wir müssen diese Frau schützen. Harry holt schon mal den Wagen und dann geht es zu Frau Lakowski. Guten Tag, Frau Lakowski. Bitte kommen Sie herein. Danke. Haben Sie schon gefrühstückt? Ich könnte Ihnen Frühstück machen. Nein, danke. Wir haben schon gefrühstückt. Wir wollten von Ihnen gerne erfahren, was gestern Nacht passiert ist. Jemand war an der Tür. Jemand hat am Schloss herumgemacht. Ich habe gefragt, wer ist da, aber niemand hat geantwortet. Dann habe ich Schritte gehört. Schritte von zwei Männern. Ja, also, Frau Lakowski, bestimmt haben Sie irgendetwas gehört, aber Sie haben die Bedeutung überschätzt. Es ist ganz sicher, Sie sind noch nicht in Gefahr. Noch nicht? Hm? Nein. Wann denn? Wissen Sie das? Passen Sie auf, wir haben Ihnen ein Handy mitgebracht. Wenn Sie sich bedroht fühlen, wenn Sie sich gefährdet fühlen, dann rufen Sie uns ganz einfach an. Wir, tu mir einen Gefallen, erklär mir das Ding. Können Sie damit umgehen? Nein. Ich habe so ein Ding noch nie gehabt. Ich kann bestimmt nicht damit umgehen. Also,
Sie drücken... Können Sie mir das erklären? Mit leicht geröteten Wangen schaut sie Stefan an. Zwei Stunden später im Hausflur. Ein Mann um die 30 spricht sie an. Mein Name ist Kessler, ich bin von der Presse. Ich hätte gerne ein Interview mit Ihnen gemacht. Dann kommen Sie doch rauf. Sie sind doch Frau Lokowski, oder? Ja, was wollen Sie von mir? Da habe ich doch gerade gesagt, ein Interview. Na, der Mordfall gestern Nacht. Wir müssen natürlich darüber berichten. Wir haben gehört, dass Sie die Zeugin waren. Sie haben noch gesehen, wie zwei Männer nach dem Mord geflüchtet sind und Sie selbst sind dabei niedergeschlagen worden. Ist das richtig? Ja. Naja, also, ich hätte gerne, wenn Sie mir den Vorfall so ein bisschen schildern. Ich würde natürlich darüber berichten. Sagen Sie, kann ich nicht irgendwie vielleicht mit in die Wohnung kommen? Haben Sie vielleicht Angst, ich könnte Ihnen irgendwas antun? Nochmal zurück zum Fall. Sie sind doch erschrocken. Ist das richtig? Sie stehen ja völlig unter Schock, was? Also ich kann das sehr gut verstehen, aber wissen Sie, für die Öffentlichkeit ist das natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Zwei Männer bringen einen Menschen um und Sie sind die einzige Zeugin. Was haben Sie dabei empfunden? Was ist in Ihnen vorgegangen, als die beiden Mörder Sie gesehen haben? Also eines ist mal ganz sicher. Ihr Name wird bei der ganzen Geschichte überhaupt nicht erwähnt, genauso wenig wie Ihre Wohnung oder die Adresse. Aber der Fall selbstverständlich, weil der einfach aufregend ist. Ist das richtig, wenn ich sage, Sie zittern vor Angst? Nach dem Besuch des merkwürdigen Reporters ruft sie bei Stefan im Büro an. Wer spricht? Ich wollte nur sehen, ob ich noch jemand erreiche, wenn ich so spät anrufe. Anna Lakowski hier. Sie sind also noch da? Ja, sicher sind wir noch da. Ich meine, wir sind zwar gerade fertig mit unserer Arbeit, aber Frau Lakowski, eigentlich ist ja immer jemand für Sie da. Sie brauchen nur 110 zu wählen, ja? Ja, das weiß ich doch. Aber dann kommt jemand zur Tür und sagt Polizei und ich kenne seine Stimme nicht. Sage, dass ich noch vorbeikomme. Ja, also Herr Derek lässt ausrichten, er kommt jetzt noch vorbei, ja? Ich war wirklich so aufgeregt, ich bin noch nicht mehr dazu gekommen, mein Abendessen zu machen. Dauernd war ich an der Tür und habe gefragt, wer da ist. Und dann bin ich zum Fenster gegangen und habe hinuntergesehen. Sie haben noch nicht gegessen, ja? Ich auch nicht. Gehen wir zusammen essen, ich lade Sie ein. Irgendwie fühlt sich Stefan verantwortlich für diese fragile Person. Er lädt sie nach Schwabing in ein Nobelrestaurant ein. Das ist sicher ein gutes Lokal. Ja, das ist ein sehr gutes Lokal. Bitte sehr. Danke. Sie haben es mit einer Frau zu tun, die keinen Alkohol vertragen kann. Was mache ich jetzt? Schon wieder schaut sie ihn seltsam an. Darf ich mich später bei Ihnen festhalten? Aber natürlich. Nach circa 2 Stunden bringt er sie nach Hause. Ich möchte Ihnen das Kinderzimmer zeigen. Kinderzimmer? Ja, ich habe eine Tochter. Davon habe ich ja gar nichts gewusst. Bitte kommen Sie mit. Stefan, die Frau ist verrückt. Nein, sie ist nicht verrückt. Sie ist ein Mensch, der allein gelassen wird und der mit dem Alleinsein einfach nicht fertig wird. Und dann schafft er sich einen Traum. Und er hilft ihr, weiterzuleben. Irgendwie weiterzuleben. Ich hab was für euch. Jetzt ist es passiert. Frau Lakowski steht in der Zeitung. Mal sehen. Kann die Putzfrau den Mörder identifizieren? Jetzt müssen wir sie wegschicken. In Gefahr. Na, wohin? Sie wollen mich wegbringen? Wohin denn? Ja, dann will ich den Koffer packen. Danke. Die Frau kann den Mörder nicht identifizieren. Identifizieren kann sie ihn vielleicht, wenn sie ihn sieht, aber beschreiben. Kann sie ihn nicht. Das ist das Problem. Sie schwebt also in Lebensgefahr? Ganz eindeutig. Meine Mutter hat sofort Ja gesagt. Bringt sie her, hat sie gesagt, bei mir ist sie sicher. Gut, danke. Guten Tag, Herr Blank. Guten Tag, Frau Lakowski. Kommen Sie herein. Danke, danke. Guten Tag. Tag, Lauer. Ja, das ist Sophie Lauer. Sie ist unsere Polizeipsychologin. Sie wird uns helfen. Muss ich wirklich raus aus der Wohnung? Naja, Sie können hier nicht bleiben. Aber ich habe doch gesagt, ich werde nicht hinausgehen. Ich werde immer fragen, wer da ist.
Sie haben mir doch das kleine Telefon gegeben. Ich kann Sie doch jederzeit erreichen. Na ja, schon. Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie rufen mich an und bitten um Hilfe. Aber ich komme zu spät. Was ist dann? Wohin gehen wir? Zu meiner Mutter. Sie hat ein wunderschönes Haus am Starnberger See. Dort werden Sie viel Ruhe haben und ganz sicher sein. Kann ich von dort aus auch mit Ihnen telefonieren? Ja, jederzeit, immer. Danke. Ich möchte, dass Sie sich hier sehr wohl fühlen. Betrachten Sie das Haus, als sei es Ihr eigenes. Nur sollten Sie natürlich das Haus nicht verlassen. Ist das richtig, was ich sage? Absolut richtig, ja. Bleibst du hier, Sophie? Ich bleib erst mal da. Ich werde mich ein bisschen um Frau Lakowski kümmern. Möchtest du einen Kaffee? Nee, ich muss ja wieder zurück ins Büro. Nee. Frau Lakowski, Sie wissen ja, Sie können mich jederzeit erreichen. Wiedersehen, Frau Lauer. Stefan? Ja? Entschuldige. Kommen Sie, jetzt zeige ich Ihnen das Gästezimmer, in dem Sie sich wie zu Hause fühlen. Oder wollen Sie erst die Terrasse sehen? Schauen Sie mal, wie ruhig und wie schön es hier ist. Du weißt, was mit dir los ist? Was ist mit dir los? Sie ist auf dich fixiert. Sie befindet sich in einer Notlage, in einer Situation, in der sie sich nicht zurechtfindet. Und du bist ihr einziger Halt. Ist dir das klar? Ja, jetzt ist es mir schon klar. Wissen Sie, mein Mann ist vor 2 Jahren verstorben. Seitdem lebe ich ganz allein und da bin ich natürlich froh, dass ich eine Tochter habe. Irgendwas, was man zu beachten hat. Ich meine, ist die Frau krank? Nein, sie ist nicht krank. Das heißt, sie ist so krank, wie wir alle sind, mehr oder weniger, sagt die Psychologin. Am nächsten Morgen bekommt Stefan unerwarteten Besuch. Hallo, Sophie. Sie ist nicht mehr da. Wer ist nicht mehr da? Frau Lakowski. Sie hat das Haus meiner Mutter verlassen. Sie ist einfach gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ja. Moment. Hallo? Da sind Sie ja, Frau Lakowski. Sie sind wieder in Ihrer Wohnung? Ja. Ich wollte Sie gerade anrufen. Ich bin wieder da. Warum sind Sie zurückgegangen? Ich habe gedacht, ich muss nach Hause, wo meine Tochter ist. Also jetzt bleiben Sie im Haus, bleiben Sie in der Wohnung. Ja, ich bleib. Stefan, sie wollte zu dir zurück. Ja. Sie hat endlich jemanden gefunden, der sich um sie kümmert. Und den wollte sie nicht verlieren. Ich hab's ja gesagt. Die Frau ist verrückt. Kein Mensch glaubt mir das. Grüß dich. Hallo, Stefan. Na, wird das nichts für dich, nur auf diese Weise in Schweiß zu geraten? Ich hasse Schweiß. Ich kann Schwitzen einfach nicht ausstellen. Was willst du mir erzählen? Herr Dohr, ich glaube, ich hab sie. Was? 2 junge Männer. Einer von ihnen ist der Mörder. Ich habe die Namen, ich habe die Adressen. Das Problem ist nur, Frau Lakowski muss ihn identifizieren. Angstschweiß. Nee. Ja. Nee, du. Sie wollen wieder mit mir ausgehen? Wohin denn? Nach diesem Abend besprechen sich die Kriminalisten zusammen mit der Psychologin. Und der Mann, den sie erkannt hat, der hat sie erkannt. Und sie sagte kein Wort? Nein. Aber ich habe ihrem Gesicht angesehen, dass sie den Mann erkannt hat. Ja, was ist los mit der Frau? Frau Lakowski hat in diesem Moment nicht etwas gedacht, sondern nur etwas gefühlt. Ja, was hat sie denn gefühlt, deiner Meinung nach? Dass sie, wenn sie den Mann erkennt und wenn sie sagt, dass sie ihn erkannt hat, dass sie dann den einzigen Menschen verliert, der sich um sie kümmert, Derek. Tja, die Frau sitzt da im Nebenraum und wartet. Worauf wartet sie eigentlich? Darauf, dass man sich um sie kümmert. Tja, jetzt wird jemand gesucht, der die gute Frau zur Vernunft bringt. Und das bin sicherlich nicht ich, Stefan. Also, ich darf mich verabschieden, ja? Gute Nacht. Ja. Tja. Lasst mich mal mit Sophie allein, ja? Was mache ich, Sophie? Tu ihr weh. Was? Wieso? Was heißt denn das? Sag ihr, dass du von ihr enttäuscht bist. Sag ihr auf den Kopf zu, dass sie den Mörder erkannt hat und dass sie es dir verschweigt aus selbstsüchtigen Gründen. Sag ihr, dass sie egoistisch ist und dass sie ihr persönliches Schicksal zu wichtig nimmt. Soll ich sie umbringen? Wenn ich das tue, bringe ich sie um. Das tust du nicht. Du holst sie zurück ins Leben. Ich habe mich noch gar nicht bedankt. Es war ein so schöner Abend. Interessiert sie nicht, was ich sage? Nein, nicht unbedingt. Ich gehe jetzt mit rein. Bitte.
Um Himmels Willen, warum haben Sie mir nicht gesagt, ich habe dieses Gesicht gesehen? Deutlich, das ist der Mann. Hat die Psychologin recht, ja? Die gesagt hat, Frau Lankowski will dich nicht verlieren, sie braucht jemanden, der sich um sie kümmert. Und du bist doch der Einzige, der sich um sie kümmert. Jetzt frage ich Sie, hat die Psychologin recht? Sie schaut ihn an, öffnet ihren Mund, sagt jedoch kein Wort. Hallo Papa. Na? Hast du Hunger? Willst du was essen? Nein, ich habe keinen Hunger. Vor unserem Haus sind die beiden jungen Burschen von Tisch Nummer 2, nach denen du mich immer ausgefragt hast. Sie interessieren sich ungeheuer dafür, wer am Nebentisch saß. Tisch Nummer 1. Dieser Herr und die etwas altmodisch gekleidete Dame. Du hast sie bedient. Und ich hatte den Eindruck, du kennst sie. Die beiden da unten erwarten jetzt von mir, dass ich es ihnen sage. Also, wer waren die beiden Leute? Die Dame und der Herr. Besonders der Herr. Wer war der Herr, der nachts in eine Bar geht und nur Mineralwasser trinkt? Er schaut ihn abwertend an. Die beiden da unten lassen mir nicht viel Zeit. Ja, was mache ich jetzt? Du gehst jetzt runter und sagst den beiden, was ich dir gesagt habe. Dass der Mann ein Kriminalbeamter war, dass die Frau daneben eine Zeugin war, die einen von den beiden identifizieren sollte. Und nicht konnte. Aber wie soll ich jetzt runtergehen und denen das sagen? Ja, ganz genau. Also, ich habe dir nie getraut. Aber immerhin hast du einen Beruf, den manche Leute für anständig halten. Kommst du allein zurecht in der Wohnung? Allein, wieso? Ich nehme sie mit, zu mir. Hör mal zu, dein Kanal. Währenddessen auf der Schopfheimer Straße. Die Frage ist, ist sie dadurch raus aus der Lebensgefahr? Ja, das kann sein. Aber sicher ist es nicht. Ja, bitte? Mit wem spreche ich? Anna Lakowski. Sie sind doch die Putzfrau, die laut Pressebericht auf so unglückliche Weise ihren Arbeitsplatz verloren hat. Ja. Ich könnte Ihnen einen neuen Arbeitsplatz anbieten. Wir suchen eine Haushaltshilfe. Es ist nicht sehr viel Arbeit, aber Sie können ganz gut verdienen. Sind Sie interessiert daran? Hallo, sind Sie noch dran? Ja. Sie können sich das Haus gerne mal ansehen und mir dann sagen, ob Ihnen die Arbeit zusagt oder nicht. Na, wo ist denn das? Können Sie sich ein Taxi nehmen? Ja. Wohin soll ich kommen? Sie kennen doch die Anlage mit den Pagoden im Westpark. Ja. Unsere Villa ist gleich in der Nähe. Fahren Sie dorthin. Gehen Sie in die Anlage und warten dort auf mich. Ich hole Sie in einer halben Stunde ab. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Sie haben eine sehr angenehme Stimme. Ich glaube, wir werden sehr gut miteinander auskommen. Der Himmel öffnet gerade seine Schleusen, als Stefan einen Anruf erhält. Guten Morgen, Frau Lakowski. Von wo rufen Sie an? Ich sitze in einem Taxi und fahre zum Westpark. Zu den Pagoden im Westpark. Zu den Pagoden im Westpark? Aha. Was machen Sie denn dort? Vor einer halben Stunde hat mich ein Mann angerufen und der hat mir eine Stelle angeboten als Haushaltshilfe. Und da war ich jetzt hin. Man hat Ihnen eine Arbeitsstelle angeboten? Sofort arbeiten Stefans kleine grauen Zellen. Hier kann etwas nicht stimmen. Ein Mann hat Ihnen eine Arbeitsstelle angeboten? Ja. Ich glaube, es war der Mann, der mich umgestoßen hat. Ich habe die Stimme erkannt. Passen Sie auf, Frau Lakowski. Sie sind doch jetzt in einem Taxi und fahren. Bitte sagen Sie es mir noch mal genau. Wohin fahren Sie? Hab ich doch gesagt, ich fahre zum Westpark. Großeinsatz Westpark. Am Westpark angekommen, steht die Frau regungslos in circa 10 Meter Entfernung des mutmaßlichen Täters, der eine Waffe auf sie gerichtet hält. Frau Lakowski! Gehen Sie! Bewegen Sie sich! Nicht stehen bleiben!
Gehen Sie weiter, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, gehen Sie weiter. Ist er jetzt tot? Ich weiß nicht, aber Sie sind jetzt außer Lebensgefahr. Kommen Sie mal wieder bei mir vorbei, auf einen Kaffee. Sie wissen, der ist großartig. Ja, der ist großartig, wirklich. Ich komme. Wir hoffen, du wurdest gut unterhalten. Danke jetzt für dein Like.